Ja, vor 2 Wochen bekam ich einen Anruf von lieben Jan. Und wir sind ja schon länger in Kontakt. Jan betreibt hier, ja, was er betreibt, kann er euch gleich erzählen. Auf jeden Fall meinte er, Carsten, die Thunfische sind da. Und da ließ ich mich natürlich nicht lumpen. Und da sind wir relativ schnell, ja, so eine Woche später hierher gefahren. Und was wir hier in den letzten 3 Tagen erlebt haben, war wirklich bombastisch. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jan, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und mal den Leuten erzählen, was du hier so machst. Ja? Ja. Hallo, ich bin Jan Krüger und ich lebe hier an der Côte d'Azur seit circa 3 Jahren. Und ja, angel schon seit meinem Kindesalter. Und als ich hier angekommen bin, habe ich natürlich erstmal so vom Ufer aus geangelt und habe dann irgendwann gesehen, was alles möglich ist. Ja, habe mir dann mein erstes Boot auch geholt. Ja, so ist die Idee eigentlich entstanden, vielleicht Touren auch mal anzubieten für Leute aus Deutschland oder wie auch immer, weil einfach so viel möglich ist. Ja? Wir haben einfach einen wahnsinnigen guten Bestand an Thunfischen hier, die sehr nah am Ufer fressen. Ja. Das muss man sich einfach mal vorstellen, Thunfisch. Ne? Thunfisch war für mich immer ein Fisch, keine Ahnung, ich habe mal Reisen aus Panama und so wie angesehen, um das mal zu machen und dass man das hier quasi vor der Haustür hat. Man weiß es zwar schon hier und da, aber dass es wirklich so viel ist, ja, das kennt man so gar nicht. Ja. Ja, es gibt halt ganz bestimmte Zeiten im Jahr, wo die Fische dann so nah ans Ufer kommen, um halt die kleinen Anchovies zu fressen. Wir haben halt riesige Schwärme an Futterfischen hier und die mästen sich hier einfach. Ne? Und ja, das ist halt einfach sagenhaft. Ja, so, ja. Ne? Und so entstand die Idee, einfach Touren anzubieten, weil, wie du schon gesagt hast, Leute reisen um die ganze Welt, um sowas zu erleben. Und es ist ein Steinwurf entfernt von Deutschland sozusagen. Ja, man ist halt ruckzuck hier. Und hast du schon die Orte genannt? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind ja hier in Villefranche. Ne? Genau, wir sind hier in Villefranche. Das liegt zwischen Nizza und Monaco. Und wir haben in Nizza direkt den Flughafen. Deswegen die Anbindung ist halt auch optimal eigentlich. Und genau, ich befische hier das Revier zwischen Monaco und kann, würde ich mal sagen. Ja, ja. Also was für Städtenamen schon, ne? Weil ich meine, die Côte d'Azur ist ja auch traumhaft, wenn man hier ans Ufer guckt, wenn man die Cafés sieht, die Häfen, das ist ja schon eine richtige Urlaubsstimmung. Ja, ja. Also ich bin ja wirklich ein total fanatischer Angler, muss aber sagen, dass mich das hier auch schon reizt, einfach mal nach rechts und links zu gucken, was hier abgeht, als wir hier in einen anderen Hafen gefahren sind, die großen Yachten gesehen haben. Das ist ja schon was Besonderes. Das heißt, auch neben dem Angeln, finde ich, kann man hier sehr viel erleben. Ja, 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 absolut, absolut. Also es hat schon sehr viel zu bieten. Ne? Und es ist halt, ja, es ist eine wunderschöne Landschaft. Du hast die Alpen im Hintergrund, die jetzt zu der Jahreszeit natürlich noch schneebedeckt sind. Das ist ein Wahnsinnsfeeling. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Dann vielleicht mal ein bisschen genauer auf die Fischerei zu sprechen zu kommen. Also Thunfisch kann man jetzt vielleicht auch mit starten. Das haben wir ja die letzten 3 Tage gemacht. Mhm. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie das jetzt in den letzten Tagen war, was am erfolgreichsten war und was aber auch im Jahresverlauf dann geht. Wir haben jetzt mit Spirulino geangelt und später dann kann man ja auch mit Popper, mit Stickbaits angeln. Genau, so ab Ende Mai, Anfang Juni fängt es eigentlich an, dass man dann auch mit größeren Ködern fischen kann. Momentan ist es unheimlich schwierig, also man kann es immer wieder probieren. Mhm. Man hat dann auch mal Fische, die danach schnappen, aber zum größten Teil schießen die sich einfach auf diese ganz kleinen Fische ein und dann gibt es halt keine andere Möglichkeit, als mit diesem Spirulino-System zu fischen, um halt so leichte, kleine Gummifische einfach auf Distanz zu bekommen. Streamer, ne? Also wir haben genau, ja Streamer kann man auch fischen, genau, Streamer, diese kleinen Gummifische. Und ja, das ist immer am Anfang des Jahres so, also es fängt im Ende März an, ist dann Ende März, April, Mai ist so die Zeit, wo die Fische wirklich nah dran sind und diese kleinen Fischchen fressen. Dann wird es ein bisschen größer von den Fischen, dann ziehen die Fische wieder ab. Weil die Futterfische quasi auch größer werden. Genau, richtig, die wachsen und dann ziehen die Fische ab, gehen wieder ein bisschen mehr aufs offene Meer und dann ab Ende August kommen sie wieder ran und dann kann man wirklich auch die richtig großen Köderfischen. Das heißt, man hat im Frühjahr und dann quasi ab Spätsommer sind die Fische auch relativ dicht am Ufer. Richtig, und man muss genau. Ja gar nicht weit raus. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wenn die Thunfische nicht da sind, haben wir halt eine großartige Fischerei, was zum Beispiel Amberjack angeht. Wir haben den Dentex, wir haben die Grupa, dann haben wir unheimlich viele Bonitos, die wahnsinnig Spaß machen. Ja? Mhm. Das ist dann halt auch, da fischt man mit kleinen Casting-Jigs um die 7 cm mit leichten Ruten, hat einen Wahnsinnsspaß, unheimlich kampfstarke Fische. Ja, die Region bietet auf jeden Fall einiges. Das heißt, nicht nur Thunfisch angeln, sondern wenn man mal kein Glück hat, die Thunfische nicht da sind, nicht richtig fressen, kann man halt auch auf ganz andere tolle Fischarten angeln, die auch alle kampfstark sind. Wir reden genau. Ja jetzt nicht hier von
von kleinen Forellgrößen. Also man muss sich auch vor Augen führen, dass ein Fisch im Salzwasser einfach unfassbare Kampfkraft hat. Ja? Also selbst wenn die Fische klein sind, ist es halt, die sind halt wahnsinnig. Also wir haben es ja hier gesehen beim Thunfischangeln. Ich habe hier mit der The Stone gefischt, eine Route von 2,70 Meter Länge. Ja, also es ist nicht meine Lieblingsroute, weil sie mir eigentlich ein Tick zu weich ist, aber unsere ganzen Teamangler fischen solche Routen unheimlich gerne. Gerade auch in Italien werden etwas weichere Routen gerne gefischt und die drillen damit reihenweise Wälse von über 100 Kilo. In ein paar Minuten drillen die aus. Ja. Und ich habe hier 50 Minuten gebraucht für ein Thun von, es war ein schöner Fisch, ca. 35 Kilo. Und ohne Quatsch, also ich habe echt irgendwann überlegt, es geht nichts mehr. Die Hand geht auf, willst du die Route abgeben? Also, und da sind wir ja nachher auf die Popper-Routen umgestiegen und das war dann schon mit der kürzeren, härteren Route besser, um die Fische schneller hochzubekommen. Definitiv. Aber sowas habe ich mir gar nicht vorgestellt. Ja, ich habe jetzt auch im Süßwasser schon andere Fische gefangen, auch Piraiba, Arapaima, und das ist gegen das Thunfischangeln hier alles ein totaler Kindergarten, muss ich sagen. Also, was die Jungs kommt natürlich Power dazu, dass also einmal ist der Fisch unheimlich stark, hat halt Kampfkraft und dann ist natürlich die Gewässertiefe auch ganz entscheidend. Ne? Ich war schon fast platt und dachte, oh mein Gott, wann ist vorbei? Und da sagst du, ja Carsten, hast du jetzt auf 90 Meter und dann 20 Minuten später, jetzt hast du auf 60 und dann, oh, jetzt ist er wieder auf 80. Also das ist Wahnsinn. Ja? Also echt total krank. Ja? Aber ich glaube, das muss man einfach mal erlebt haben. Ne? Wenn man auf dieses, man kann es ja wirklich sagen, Sportfishing steht. Ja. Also es ist schon ein Kampf. Ja? Es ist nicht so, dass man sagen kann, ey komm, jetzt mal schnell rauspeitschen, sondern man muss halt wirklich da schon ein bisschen Bock haben auf geile Drills. Ja. Aber du unterstützt ja mit Sicherheit, ne? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, natürlich, auf jeden Fall. Ich kenn's auch vom Welsangeln, dann hebt man mal die Route mit an oder so, wenn einer nicht mehr kann. Ja, und wie empfandest du die letzten 3 Tage hier? War das so ein typisches Frühjahrsangeln oder hatten wir schon Glück, dass viele da waren? Also eigentlich sind die Fische zu der Jahreszeit definitiv hier. Ne? Aber es war unfassbar, wie viel Fisch dann dieses Jahr auch wirklich vor Ort war. Also sehr, sehr gut. Hatten da schon ein bisschen Schwein, ne? Wobei sie auch manchmal nicht gefressen haben. Es war manchmal viel Wind und so. Man muss einfach, denke ich mal, flexibel bleiben. Danach, genau. Zwischendurch wollen wir mal Masquit angeln, fand ich auch spannend. Das ist auch. Also ich habe, das Boot ist eigentlich immer voll mit Routen. Ne? Mhm. Es werden dann nicht nur die Thunfischrouten oder Bonito-Routen mitgenommen, sondern ich gucke dann schon, dass man an seinen Fisch kommt. Ja? Ja, wenn das eine nicht funktioniert, dass man vielleicht ausweichen kann und andere Sachen ausprobiert. Und genau. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, jetzt will ich mal kurz einen Hinweis geben auf das ZEG Plus Original, also wirklich die 3 Tage, wo wir hier waren, wo Jan mich eingeladen hat. Wenn ihr euch das mal ansehen wollt, wie das ausgesehen hat, kann ich euch nur folgenden Film empfehlen. Gleich läuft der Trailer und in der Videobeschreibung erfahrt ihr dann auch, wo ihr euch den Film genau ansehen könnt. Was können wir denn zum Abschluss noch sagen, ne? Wenn jetzt jemand sich das angesehen hat und hat auch Lust darauf, auf diese Art der Fischerei, wie erreichen dich denn die Leute am besten? Über meine Website am besten, ne? Über Azur Sportfishing. Und ihr seid herzlich willkommen, kommt vorbei und wir erleben einen großartigen Tag. Also blenden mal unten einfach mal ein. Ja? Ist jetzt wirklich was, wofür ZEG Fishing nicht unbedingt steht für dieses Meeresangeln. Aber ich finde es halt unheimlich spannend, wenn wir auch mal rechts und links was machen. Mhm. Wenn wir uns auch mal Tackle rechts und links anschauen. Weil wenn das Zeug hier hält, hält es im Süßwasser auch allemal. Und das finde ich dann auch ganz spannend, einfach mal da ein bisschen weiteren Horizont zu haben, als immer nur das Raubfischangeln, Welsangeln. Also der Geschichte bleiben wir treu, keine Sorge. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die alle 2 Wochen hier
einen Meeresfilm zeigen, aber zur Abwechslung, denke ich, war es auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend. Super. Also nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Also ich war, wie gesagt, ja schon hier und da unterwegs, aber das hier war für mich was ganz Besonderes. Frankreich kenne ich normal nur als Welsangler ich habe echt vergessen, was hier ein paar Kilometer weiter von meinen Weltspots auch abgehen kann. Und ich glaube, es war für mich nicht das letzte Mal. Super. Also, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ja, ihr habt hier ein paar Informationen erlangt und wenn ihr Bock habt, besucht da einfach mal die Seite von Jan und kommt hier runter, erlebt einen schönen Urlaub, vielleicht mit eurer Freundin oder auch mit der Familie, mit den Kindern. Man kann noch so viel auch hier machen an der Côte d'Azur. Du besorgst ja auch Wohnungen, ja? Genau. Hast auch selbst eine Ferienwohnung. Wir haben eine Ferienwohnung, die wir mit anbieten, aber ich bin natürlich auch immer, helfe gerne und finde dann was irgendwie den Ansprüchen entspricht. Ne? Also All-in-One-Paket, wenn jemand sagt, hey, ich brauche eine Wohnung, ich würde gerne 3 Tage rausfahren, würde gerne 3 Tage Sightseeing machen. So. Also du bist sowohl für Tagesausfahrten als auch für mehrere Tage buchbar quasi. Ja. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also ich kann wirklich sagen, wenn man das mal machen will, Thunfisch angeln mit einer realistischen Chance, einen schönen Fisch zu fangen, dann kann man das hier für relativ kleines Geld auch tun. Also man wird nicht arm dabei, kann sich eigentlich fast jeder leisten, der mal einen Angelurlaub will. Und das finde ich halt auch eine schöne Sache. Man muss nicht gleich irgendwie 5 Scheine in die Hand nehmen, um die Welt zu reisen, sondern es geht hier schon günstiger. Und das ist halt auch was Schönes. Das ist quasi Thunfisch angeln für jedermann, kann man sagen. Ja. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen, die kleine Expedition hier nach Südfrankreich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und den Jan habt ihr bestimmt auch nicht das letzte Mal gesehen. Ciao. Ciao.